Herzlich willkommen, es ist mir eine große Freude, Sie alle begrüßen zu dürfen zum ersten Pecha-Kutscha-Abend von Archithese. Es ist immer schwierig zu versuchen, Strömungen der Architektur zu benennen. Und das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern es ist ein Thema für Europa allgemein. Es ist nicht mehr so klar wie vielleicht noch in den 90ern, es ist sehr diffus. Und ich erinnere mich, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein haben mal gesagt in den Architekturdialogen, wir sind in der Zeit von Everything Goes. Das heißt, alles ist möglich, jeder macht, was er will, jeder hat seine eigene Position im Moment. Und das macht uns natürlich als Theorieheft unruhig, weil wir suchen eigentlich nach gemeinsamen Stoßrichtungen, wir suchen nach gemeinsamen Themen. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass wir etwas gefunden haben, wo wir uns wagen könnten, wieder so eine Diskursverdichtung zu benennen. Wir sind vor über einem Jahr von einem deutschen Buchverlag angefragt worden, einen Beitrag zu schreiben für ein Buch, das heißt Schweizer Sensibilität. Und das fanden wir nicht sehr originell im ersten Moment, weil wir gefunden haben, da geht es einfach darum, die gängigen Narrationen aus den 90er Jahren zu wiederholen. Und dann haben wir das erstmal ad acta gelegt und dann hat es auf einmal doch angefangen, bei uns zu gären. Und ganz stark, als wir die Swiss Performance gemacht haben, Anfang des Jahres, wo wir eigentlich immer versuchen, die besten Gebäude vom letzten Jahr zusammenzustellen, da haben wir gemerkt, dass relativ viele Projekte auf unserem Tisch sind, die wir besonders fanden. Und zwar, wo wir gefunden haben, es gibt wie eine neue Balance. Und zwar, was ich mit dieser Balance meine, kann ich vielleicht an einem Beispiel erklären, an einem Bauwerk, was wir nachher auch noch sehen werden. Und zwar ist das ein Kuhstall und Heuraum, der umgebaut worden ist zu zwei Wohnungen in Rüxau-Schachen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und zwar von Freiluft umgebaut. Der Martin Klopfenstein wird es uns nachher zeigen. Was wir da gesehen haben, ist, es ist eigentlich ein altes Gebäude aus Holz und mit Stein noch im unteren Bereich. Und in dieses Gebäude hat das Team von Freiluft dann eine baumartige Struktur eingestellt aus Beton, die eine sehr skulpturale Erscheinung hat. Und alt und neu sind da für uns auf eine recht prägnante Weise genau auf Augenhöhe gewesen. Weder das eine noch das andere spielt sich in den Vordergrund. Die sind irgendwie sympathisch komplementär. Und von dem ausgehend haben wir eigentlich immer mehr Projekte entdeckt, wo wir gefunden haben, es gibt einen recht starken Gestaltungswillen, aber es gibt im Moment auch ein recht starkes Interesse, sich zu kontextualisieren. Und genau das ist das Thema, das ist genau unser Auswahlkriterium gewesen für heute Abend, dass wir versucht haben, solche Projekte zu finden und haben danach entsprechend eingeladen. Es sind 9 Projekte, von denen 11, die gezeigt werden, sind fertiggestellt. Eines ist noch Work in Progress, eines ist geplant. Wir haben 9 Projekte konkret nach Projekten gefragt und 2 haben die Bauwerke selbst gewählt. Gilbert Isermann hat studiert an der ETH Zürich, hat 2004 sein Diplom bei Bruno Krucker gemacht, hat dann 2004 bis 2007 bei Gigonguya gearbeitet und ist seit 2007 im Team von Furiman Hechler Architekten. Seit 2012 ist er Partner. Und zu den Häusern, die er zuletzt gemacht hat, gehört das Künstlerhaus von Ugo Gondinone in Würenlos und das Haus in Bergeswil, was wir unter anderem auch in der Swiss Performance im März gezeigt haben in Archithese. Gut, auch ich möchte euch herzlich zu meinem kurzen Vortrag begrüßen und mich für die Einladung bedanken. Der Vortrag steht unter dem Titel Neues Feingefühl. Für uns ist dies aber nichts Neues. Wir gehen immer oder versuchen immer sensibel an neue Bauaufgaben heranzugehen. Dabei spielt die soziale Komponente stets eine wichtige Rolle. Wir befinden uns in der Kernzone von Seegen am Halwiler See, direkt vis-à-vis der Kirche. Durch die Nähe zur Kirche ist die Parzelle dem Ortsbildschutz des Kantons unterstellt. Wir sehen auf dem Schwarzplan die städtebauliche Setzung. Unser Neubauprojekt liegt etwa an gleicher Stelle wie der alte Stall. Der alte Stall war einsturzgefährdet und wir wurden beauftragt, hierfür einen Neubau zu erstellen. Dieser Zweckbau inspirierte uns mit seinem großen Dach zum Entwurf. Es war uns wichtig, dass wir die typologische Erinnerung an ein Landwirtschaftsgebäude erhalten konnten.
Die Typologie des Reihenhauses war aber nicht von Anfang klar. Wir suchten nach einem Gebäudetyp, der bei jedem Bewohner in allem gleichen Maße profitieren kann. Besonnung, Aussicht, Balkone, privater Raum, gemeinsam genutzter Raum. Jedes Haus hat einen gleichwertigen Eingang. Fenster findet man nur auf den beiden Längsseiten, so entsteht kein Eckhaus. Die Gartenfassade, welche gegen Südwesten ausgerichtet ist, erkennt man, wie sich das Gebäude öffnet. Die fünf Reihenhäuser sind unter einem großen Dach gestaltet. Das große Dach wiederum erinnert an die frühere landwirtschaftliche Nutzung der Parzelle. Am besten lässt sich das Gebäude im Schnitt erklären. Hier sehen wir den Schnitt durch die großen Einheiten. Wir sehen das Wohnen und Essen unten, oben die Schlafzimmer das Badezimmer. Auf dieser Folie sehen wir die kleinen Einheiten. Hier ist das Wohnzimmer und Esszimmer oben, das Schlafzimmer und Badezimmer unten. Das dritte Zimmer befindet sich oberhalb des Carports, beziehungsweise oberhalb des Eingangs. Unter dem Carport ist diese Rue Intérieure, das ist die Begegnungszone, beziehungsweise einfach dort, wo die Wäsche stattfindet, wo die Keller sind. Man erreicht das nur durch sein jeweiliges Gebäude. Die drei kleinen Einheiten haben eine gemeinsame Waschküche, die großen eine eigene. Dies ist der Blick in das Wohn-Esszimmer der kleinen Einheiten. Schön zu sehen ist die Abwicklung des Daches. Die mittlere Wand entstand durch statische Zwänge. Dieses ist eine Erdbebenwand, die wir dort erstellen mussten, uns aber dann eine räumliche Komplexität auch einbrachte. Hier ist der Blick in das Wohn-Esszimmer der großen Einheiten auf Gartenniveau. Wir sehen, das Split-Level erhöht der Haupteingang in das Haus, von wo man wie auf einer Kanzel einen schönen Ausblick oder Einblick in das Wohnzimmer und den Garten hat. Die große Verglasung ist raumhoch und geht über die ganze Breite. Dies bringt Tageslicht bis tief ins Gebäude hinein, sowie lässt Außenraum und Innenraum verschmelzen. Auf dem Gartenniveau der kleinen Einheiten befinden sich das Schlafzimmer und dahinter dann das Badezimmer. Auch hier ist die Veranda Teil des Außenraumes. Der Innenraum fließt hinaus, der Außenraum wird Teil des Innenraumes. Als pittoreskes Element sei die Wendeltreppe genannt, die das Gartenniveau mit dem Obergeschoss verbindet. Das heißt, wenn man eine Gartenparty schmeißt, kann man dann von der Küche direkt über den Balkon und die eigene Wendeltreppe in den Garten kommen und muss nicht um das ganze Haus laufen. Materialmäßig haben wir am Boden einen eingefärbten Anhydrit, an der Decke Dreischichtplatten und an den Wänden Fermacellplatten. Die Ausnahme bildet die 2,5-Zimmer-Wohnung. Dort haben wir die Erdbebenwände auf die Seite geschoben, damit man wirklich die gesamte Faltung des Daches erkennen kann und von dort, wo das Foto aufgenommen ist, einen schönen Blick in das Wohnzimmer und in den Garten hat. Im Grundriss sehen wir die alternierenden Wohnungen, klein, groß, also A ist die 2,5er und C und E sind die 3,5-Zimmer-Wohnungen, B und D sind die Familienwohnungen mit dem Wohnen und Essen auf Gartenniveau, sodass die Kinder draußen auch spielen können und die Eltern das beobachten können. Im Obergeschoss sehen wir, wie gesagt, die Wohnung A mit dem halben Zimmer. Das ist bedingt durch den Grenzabstand. Wir sehen das als Qualität und nicht als Makel. Tageslicht kommt bei Wohnung B und D, also bei den Familienwohnungen, über das Oberlicht in das Treppenhaus, sodass auch hier keine dunkle Ecke entsteht. Auf der Gartenseite haben wir Outdoor-Vorhänge angefügt. Diese bilden eine sinnliche Analogie zu den Well-Eternit-Platten der Fassade sowie dienen der Einsicht und dem Sonnenschutz. Als Fassadenmaterial haben wir Duripanel-Platten verwendet. Das sind zementgebundene Holzspannplatten, die vor allem im Brandschutz verwendet werden.
Das unregelmäßige Muster oder Färbung der Platten bedingt eine Akzeptanz der Irregularität seitens des Architekten. Hier sehen wir diesen Carport mit der Deckenverkleidung in Duripanel und der Wandverkleidung. Wir sehen, dass das sehr harmonisch mit den Ortbetonpfeilern und dem Betonboden zusammenpasst. Dieser Ort dient auch der sozialen, dass man sich sozial dort trifft. Als letzte Folie, und dann ist mein Vortrag auch schon vorbei, ist noch ein Inserat der Bauherrschaft. Es gibt noch 2 freie Wohnungen, falls irgendjemand noch Interesse hätte, bitte melden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Martina Wüst hat Architektur an der ETH Zürich studiert und nach ihrem Bachelor zwischen den Jahren 2006 und 2010 hat sie im Büro von Stefan Bührer gearbeitet. 2010 haben die beiden dann entschieden, ein gemeinsames Büro mit dem Namen Ida Bührer-Wüst Architekten zu gründen. Und zwischen 2010 und 2012 hat sie dann ihren Master wiederum an der ETH Zürich gemacht. Die beiden unterrichten derzeit an der HSLU Entwerfen. Guten Abend und besten Dank an die Veranstalter für die Einladung, über die wir uns sehr gefreut haben. Auf die Frage nach der richtigen Ausdrucksform von Baukunst gibt es keine richtige Antwort. IDA steht für die Suche nach den unterschiedlichen Identitäten von Architektur. Unsere Antwort besteht in einer befreiten Arbeitsweise, welche uns erlaubt, immer wieder andere individuell geprägte Lösungen für die unterschiedlichsten Bauaufgaben zu entwickeln. Dieses Wohn- und Geschäftshaus wurde 1893 erstellt. Es befindet sich in Zürich an der Breitensteinstraße nahe der Limmat. Im Sommer 2013 wurden wir mit der Sanierung dieser Liegenschaft beauftragt. Das Grundstück ist heute Bestandteil des durchgrünten Stadtkörpers am Hang von Wipkingen. Die Nachbarschaft ist geprägt von straßenbegleitenden Mehrfamilienhäusern. Typisch sind einfache und klare Volumetrien sowie markante Dachformen. Bei genauerer Betrachtung des Grundstücks fällt einem sofort die atypische Lücke zwischen den Bauten Breitensteinstraße 45 und 47 aus. Die beiden Mehrfamilienhäuser sind lediglich durch einen eingeschossigen Baukörper verbunden. Diese Baulücke sahen wir als Chance, einen Beitrag zur Verdichtung unserer Stadt zu leisten. In Absprache mit den Eigentümern beider Liegenschaften kommt das Schließen der Lücke zur Prüfung. Leider mit negativem Resultat. Die bestehenden Bauten sind nach heutigem Baugesetz baurechtswidrig und die beiden Grundstücke bereits übernutzt. Dies trotz BZ-Revision. Nicht überrascht, aber trotzdem etwas verärgert über dieses verschenkte Potenzial, suchten wir nach einer Lösung, auf diese verpasste Chance aufmerksam zu machen. Die Realisierung einer Stahlstruktur anstelle von Wohnungen mag absurd klingen, verfolgt jedoch dieselbe städtebauliche Intention. Die Baulücke zu schließen und den Straßenraum zu fassen. Die Volumetrie des Stahlbaus orientiert sich hierbei an der im Quartier vorherrschenden Bebauung. Der Zwischenbau mimt also ein Haus, welches nicht gebaut werden darf. Die Gebäudestruktur soll als Zwischennutzung großzügige Terrassen der beiden angrenzenden Häuser beinhalten und bei einer allfälligen tatsächlichen Nachverdichtung zu Wohnungen ausgebaut werden. Das Tragwerk besteht aus einer Serie von Rahmen, welche sich zwischen den beiden Giebeln der anschließenden Gebäude aufreihen. Die Rahmen werden diagonal gestellt und überschneiden sich jeweils in den Schenkeln und im First. Durch diese Verschränkung können Horizontalkräfte sowohl in Längs- als auch in Querrichtung aufgenommen werden. Die biegbeanspruchten Rahmen werden nach dem Fachwerksprinzip in Druck- und Zugstäbe aufgelöst und ermöglichen so den hohen Grad an Filigranität des Bauwerks. Die Stäbe selber sind dabei nicht biegebeansprucht, sodass die Fügung der Stäbe in den Fachwerksknoten als einfache gelenkige Schraubverbindungen ausgeführt werden können. Die Terrassenplatten werden nachträglich zwischen die Schenkel der Rahmen gehängt. Sie bestehen aus einem 12 mm Stahlblech, welches mit einem triangulierten Heubeträgerrost verschweißt wird. Die Struktur selber wird in feuerverzinktem Stahl ausgeführt. Die Bodenplatten und die Geländer werden als zugefügte Elemente industriegrün beschichtet.
Das Wohn- und Geschäftshaus beherbergt 6 kleine 3,5-Zimmer-Wohnungen mit knapp 70 Quadratmeter Fläche. Die Erhöhung der Wohnqualität bei gleichbleibender Zimmerzahl war für uns zeitgleich Treiber und Anspruch an den Umbau im Innern. Die straßenbegleitende Zimmerschicht wird beibehalten, die kleinteilige Grundrissstruktur wird aufgelöst, das ehemals gegen Norden orientierte Wohn-Esszimmer wird neu von der Straße abgewandt und nach Süden hin orientiert. Ein neuer Infrastrukturkörper zoniert den loftartigen Raum an der Südfassade in Eingangsbereich Wohnen und Essen. Um einen möglichst großen Flächengewinn auf Ebene der Wohnräume zu realisieren, wird der Infrastrukturkörper selber möglichst kompakt gehalten. Sämtliche Medien werden innerhalb des Körpers gefüllt, bis hin zum Fernsehanschluss. Die plastische Ausformulierung des Körpers ermöglicht, auf die unterschiedlichen funktionalen Anforderungen differenziert zu reagieren. Die Küche ist über Eck organisiert und greift bis zum Eingangsbereich vor. Ihr vertikaler Abschluss zur Linken sorgt für zusätzlichen Stauraum und artikuliert eine sanfte Trennung zwischen Wohnen, Kochen und Essen. Die Materialität des Körpers steht bewusst im Kontrast zum Bestand. Alle Schreinerfronten werden in wasserfestem MDF ausgeführt. Das Badezimmer befindet sich im Inneren des Kubus und findet doch immerhin Platz für eine Dusche. Die Nassbereiche werden über eine Spachtelmasse aus Weißzement und Quarzsand hervorgehoben. Die versteckte Holzständerkonstruktion zwischen Bad und Wohnzimmer wirkt im Übrigen lastabtragend. Der Bestand wird auf Ebene der Außen- und Innenwände restauriert. Die neuen Holzmetallfenster weisen die ursprüngliche Sprossung auf. Die Schreinerarbeiten wie Lamberie, Wandvertäfelungen, Fensterfutter und Innentüren werden womöglich erhalten und andernfalls dem Bestand nachempfunden und ersetzt. Der neue Infrastrukturkörper bildet zusammen mit dem hellen Anhydritboden den gewünschten zeitgenössischen Gegenpol zum Bestand. Durch einen konzentrierten Eingriff wird das Spannungsfeld zwischen alt und neu aufgebaut, in dessen Mitte sich offene und unterschiedlich nutzbare Bereiche auftun. Im Dachgeschoss wird der Estrich im Bereich des Wohnzimmers aufgelöst. Der überhohe Wohnraum wird zusätzlich mit 2 Dachfenstern belichtet. Die verbleibenden Teile des Dachbodens werden neu direkt den beiden Dachwohnungen zugeschaltet und als Mansardenzimmer genutzt. Die unterschiedliche Nutzungsverteilung über die insgesamt 5 Geschosse zeigt die Qualitäten eines urbanen Gebäudes. Im Erdgeschoss des Stadthauses und direkt von der Breitensteinstraße aus erschlossen befindet sich eine Kunstgalerie. Dieser Raum erstreckt sich über den ganzen Gebäudegrundriss und bleibt weitgehend unverändert, mit dem Ziel, die Atmosphäre des alten Gewerberaums für die Galerie zu erhalten. Zu guter Letzt das Untergeschoss, in welchem sich eine TÜV-Werkstatt befindet. Hier wird das sanierungsbedürftige Dach der Werkstatt ersetzt. Innerhalb der bestehenden Gebäudefluchten entsteht ein neues Dach mit Glasbausteinoblichtern, welches sich in seiner Neigung an den Verlauf der Amperstraße anpasst. Danke, Martina. Ich darf als dritten Redner Martin Bühler vorstellen. Er hat 1987 sein Diplom an der ETH Zürich gemacht und von 88 bis 91 dort als Assistent gearbeitet. Er war Gastprofessor in Kopenhagen, Shanghai und Kairo und hat 2004 an der Universität Liechtenstein unterrichtet. 2005 gründete er Martin Bühler Architekten. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich kann nun schon zum dritten Mal von meinem Haus erzählen. Die Zeit wird immer kürzer, das Thema umfangreicher. Heute Abend geht es um eine neue Tendenz und um das Einhalten von Zeit. Ich bin im Tierkreiszeichen des Krebses geboren. In Bezug auf meine Person ist Ihre Wahl also verständlich. Denn Feingefühl und das sinnlich-weibliche besitze ich durch meine Geburt. Sind aber Feingefühl und das sinnlich-weibliche auch Teil meiner Architektur? Können nur Krebse feinfühlig entwerfen? Und wie beschreibt man diese neue Tendenz? Diese Fragen werde ich Ihnen heute Abend beantworten. Wölflin hat zwar nicht das Feingefühl, zumindest aber
das Gefühl zum kunstgeschichtlichen Grundbegriff gemacht. Er meint damit aber nicht nur Inhalte von barocken Kunstwerken, er beschreibt eine neue Formensprache. Am 22. geboren und er wäre auch ein Krebs. Die barocke Formensprache beschränkt sich jedoch nicht auf eine Epoche. Schon der Mailänder Dom war barock. Gaudís Sagrada Familia ist barock und natürlich sind auch Charoun, Géry und Herzog d'Oméron barock. Gaudí ist der einzige Krebs. Ich habe dann nach dem Feingefühl in der Architektur gesucht, zunächst ohne wölflinsche Systematik. Sie sehen hier einige Beispiele. Es gibt also auch ein altes Feingefühl. Wie lässt sich Feingefühl in der Architektur nun aber beschreiben? Im Alltag meint Feingefühl Respekt und Takt gegenüber einer Person. Wir kontrollieren damit das Gefühl mit dem Verstand. Auf welches Gegenüber beziehen sich aber Respekt und Takt in der Architektur? Ein mögliches Gegenüber ist die Natur. Shinohara beispielsweise lässt in seinem Tanikawa-Haus den gewachsenen Boden unverändert. Im Zwiegespräch begegnen sich Haus und Natur und beide verändern sich. Ein anderes Gegenüber ist das Material. Valerio Olgiati schlägt alten gelben Putz ab. Das neue Haus ist nur noch Stein und Mauerwerk. Material in seiner sinnlichen Qualität. Das Gegenüber kann sich auch auf den Ort beziehen. Hier sind es Gewerbebauten in der Peripherie von Mailand und die Kunstsammlung von Prada. Kohlhaas lässt beide aufeinandertreffen und gibt beiden ihren Raum. Entstanden ist ein Amalgam. Bei Delgast ist das Gegenüber die Kriegsgeschichte Deutschlands. Dem Umbau der alten Pinakothek ist diese Geschichte eingeschrieben. Feinfühlige Architektur bezieht sich immer auf ein Gegenüber. Bruchlose Welten sind ihr deshalb fremd. Und schließlich kann es auch die Logik sein. Im Kite-Workshop spielen Natur, Material und Geschichte zwar auch eine Rolle. Die architektonische Form erhält das Haus aber nur durch Ishigamis Feingefühl für die Logik der Konstruktion. Unter den gezeigten Architekten war kein einziger Krebs. Am Geburtstag liegt es also nicht. Feingefühl liegt im Werk. Finden sich Feingefühl, Respekt und Takt nun aber auch in meinem Haus, so wie Sie es vermuten? Der feinfühligste Teil meines Hauses befindet sich auf dem Dach. Ein wilder Garten. Doch mein kleiner Sohn wollte diesen Mähroboter. Das neue Feingefühl hat schließlich vor dem feinfühligen Vater kapituliert. Das Material war da robuster. Die Tragstruktur besteht aus dünnem Stahlblech. Im Sichtbarmachen unterschiedlicher metallischer Eigenschaften lag der Respekt. Takt im Weiß, das alles verbindet. Ich könnte noch vom ehemaligen Gewerbehaus erzählen, doch es stellt sich auch die Frage, ob Feingefühl nur aus Respekt und Takt besteht oder ob sie auch eine eigene Form besitzt. Doch nicht einmal Wölflin hätte das in 20x20 Sekunden erklärt. Und dann könnte ich noch über die Farbe von Altwiedikon erzählen, über Van der Landzahlen, über geometrische Reihen. Doch vom Wichtigsten habe ich bis jetzt noch gar nicht gesprochen und dies, obwohl es das Feinfühligste ist an der Architektur. Ich meine den architektonischen Raum. Dieses unstoffliche Nicht-Ding, das man zuerst nur denken kann und das erst sichtbar wird, wenn es an Formen kondensiert. Metaphysik in ihrer schönsten Form.
durch Ihre Einladung dachte der feinfühlige Krebs für einen Moment, die zweite Lebenshälfte als Skorpion hätte noch gar nicht begonnen. Weil aber auch Skorpione wie Kohlhaas feinfühlig entwerfen, hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Die Einladung hat mich dennoch gefreut. In dieser Mischung aus Freude und Enttäuschung bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hätte jetzt noch ein paar Sekunden Zeit für Fragen. Ich darf Tom Munz als nächstes vorstellen. Tom Munz hat an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in St. Gallen und an der ETH Zürich Architektur studiert und führt ein Büro in St. Gallen. Er ist engagiert bei den Fachverbänden FSAI, das habe ich eben schon erwähnt, beim Heimatschutz sowie beim SIA. Tom, bitte. Hallo, schönen guten Abend. Wir haben eine Parallele, Sie werden es gleich sehen. Wölflin ist auch die Basis dazu. Der erste Teil eines Zitates von Sören Kierkegaard. Als Ganzes spannt es gleichsam den Rahmen für die nächsten Minuten auf. Zu den Themenfeldern kann Arbeiten in oder an vorhandenen Strukturen und Gebäuden helfen, komplexere und zugleich plausiblere Strukturen zu schaffen. Wir suchen, Reibungen für uns fruchtbar zu machen als Prinzip des Tertium non datur. Die Herausforderung beim Ersatzbau am Bodensee, den ich Ihnen heute zeige, lag für uns im Anspruch, den Gebrauchswert, die Konstruktion und den Symbolwert von Gestalt mit architektonischen Ideen zum Sprechen zu bringen, damit der Baukörper als bindungsschaffendes Moment im diffusen Kontext arbeiten wird. Was ist alt, was ist neu? Die Geschichte des Ortes aus dem Sehen, was Teil des Ganzen ist, und weiterführen. Dazu soll die Form allgemeinverständlich den Raum anregen und uns selber zurückwerfen auf innere Bewegung und innere Bewegung entzünden. Uns interessiert, was im Lauf der Geschichte jeweils die Anschauung, das Verständnis und somit die Produktion von Raum konstituiert, beeinflusst und gebildet hat. Hinzu kommt der Wille, mit den Mitteln der Architektur Antworten zu geben, die die partikulären und wechselnden Ansprüche unserer Gesellschaft überdauern. Aus dem dialektischen Prozess des Entwerfens, dem Kampf ums Konzept und dem Widerstreit mit dem Bestand, führte uns zu einer Arbeit in einem nicht festgefügten Zustand. Dabei verließen wir die immer gedachte Perfektion einer Lösung und legten die Prämisse auf das in der Architektur stattfindende Leben, auf die Gestaltung des Raumes, der an die Bedürfnisse sinnlicher und lebenspraktischer Anliegen ausgerichtet ist. Wissen und Handwerk des architektonischen Metiers steckten den Weg ab zwischen Geist und Pragmatik. Wenig Ideologie für Kennerschaft der architektonischen Überlieferung. Wir haben die Frage, welche spezifischen Orte und Raumakteure dabei entstehen könnten und welche Konsequenzen sich daraus für die Benutzung, die Struktur und die Erscheinung von Architektur ableiten müssten, diskutiert und verhandelt. Daraus war für uns der Kontext Potenzial. Das steht wirklich etwa 100 Meter davon in ähnlicher Weise. Ich habe leider kein Foto, das ist fast das Gleiche. Das steht aber in Paris. Das Existieren zu lesen und mit dem Konzept zu einer Essenz zu vermischen, ist Arbeit an einem selbst. Und dazu sehen wir ein Bild der inneren Struktur oder inneren Zirkulation des Gebäudes, das wir für uns dann entschieden haben umzusetzen, das gewisse Parallelen aufzeigt. Dabei zeigt die reflexive Arbeit oder respektive sie entscheidet letztlich über die gesellschaftliche Relevanz einer Architektur, die sich immer auf eine Realität bezieht, sogar dann, wenn sie diesen Kontext explizit verleugnet. Uns ist es wichtig, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen, zwischen ihnen zu moderieren. Material ohne Schminke. Architektur berührt uns. Wir halten uns in ihr auf, sie umgibt uns. Sie besitzt Strahlkraft, sie stimmt uns ein. Architektur ist für uns Aktionsraum, für menschliches Handeln und wirkt durch ihre Gestalt und Charakteristik. Sich dessen bewusst sein, es kritisch zu hinterfragen und adäquate Antworten darauf zu finden, ist daher neben anderen Faktoren wie technische Neuerungen,
Ökologie und Ökonomie eng verknüpft mit der Entwicklung von unserer Architektur. Erkenntnisse verschiedener Spezialitäten synthetisieren und zu einem Ganzen fügen, in gewissem Sinne als Alchemist. Das heißt, die verschiedenen Regulatoren zu erfassen, gleichwertig zu bearbeiten und zu einer Synthese führen. Auch wenn wir den Ort nicht auf den ersten Blick verstehen, so ist in seinem Wesen inhärent, sich mit allem zu verbinden, was ihn umgibt. Mit anderen Gebäuden, Menschen, den Himmel, Bergen, Vögeln, Flugzeugen. Gebäude mit räumlicher Präsenz, überwältigender als die Präsenz des Objekts. Es geht darum, den Ort zu beleben, den Kontext zu vitalisieren, den Rahmen zu dynamisieren. Und wiederum ist dabei der Kontext das Potenzial, aus dem wir das Spezifische des Existierenden zu lesen und mit dem Kontext zu einer Essenz vermischen möchten. Wir wollten bei diesem Haus aus einer Haltung der Gegenwärtigkeit und Aktualität arbeiten. Aus dem überspannenden Gewebe suchten wir eine Möglichkeit, eine aufnahmefähige Architektur zu erreichen, über Schichtung, denn zwischen den Schichten ist Raum für Fantasie und Aktivität. Und nun werden wir gleich ein Bild sehen, das ihr vorhin schon gesehen habt, mit dem wir erklären möchten, dass unkonventionelle Konstellationen darin zu denken, Sinnzusammenhänge möglichst gleichzeitig, und das versteht für mich das Bild, es hat alles, was wir Menschen fast fühlen können auf einmal, gleichwertig gelten zu lassen. Wir haben bei dem besprochenen Projekt keinen Begriff gefunden, wessen wir uns mit dem Bau des Hauses verpflichtet haben. Es wurden unterschiedliche persönliche Sichtweisen thematisiert. Daraus entstanden ist ein Haus, das man gebrauchen und sinnlich erleben kann, weil es eine ganz bestimmte Atmosphäre erzeugt und daraus getragen wird. Und damit zum Schluss die letzte Folie mit dem zweiten Teil von Søren Kierkegaard, eben weil das abstrakte Denken vom Standpunkt der Ewigkeit her betrachtet wird, sieht es ab von dem Konkreten, von der Zeitlichkeit, vom Werden der Existenz, von der Not des Existierenden. Dieser Anspruch bietet eine Ausgangslage, das einzelne Haus auf die Situation zu erweitern, sprich den Realismus der Architektur mit der Realität der Orte zusammenzuführen. Herzlichen Dank. Als nächsten Redner darf ich Ralf Blättler ankündigen. Er hat 1993 bis 2000 an der EPFL Architektur studiert und einen Teil von seinem Studium in London an der AA verbracht. Zwischen 2006 und 2008 war er selbstständig tätig mit einem Büro in Luzern, wovor er 2008 mit Gilles Daflon das Büro Blättler Daflon gegründet hat. Er hat an der EPFL und an der ETH Zürich unterrichtet. Guten Abend. Ich zeige euch heute Abend das Gemeindehaus in Meilen, das wir letztes Jahr fertiggestellt haben. Es trägt den Namen Mezzettino, das war das Kennwort des Wettbewerbes. Das Haus hat den Namen bis heute behalten. Mezzettino ist eine Figur aus der Commedia dell'arte. Es trägt diese Figur hat zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Der eine ist das altehrenwürdige Antlitz, das Sie soeben gesehen haben, zur Dorfstraße und zum Bahnhof hin. Das neue Gesicht aus Sicht des Dorfplatzes, des neuen Dorfplatzes, ist ein modernes Gesicht und es übernimmt das Vokabular des Reliefs vom alten bestehenden Haus. Zuerst haben wir auf vier Untergeschossen ein Parkhaus mit 230 Parkplätzen gebaut, das dann die Basis für den neuen Dorfplatz gebildet hat. Der Stein ist ein Mitholzer Kieselkalk, kommt aus Blausee und er ist teilweise geschliffen, teilweise gebrochen. Es ist ein monolithischer Anbau, der auskragt gegen Süden und die neue Adresse des Gemeindehauses bildet und so auch
einen Bezug zum Kontext, insbesondere hier zum Bauamt, aus dem 19. Jahrhundert darstellt. Eine ganz feine Fuge, die Sie hier sehen, zwischen Alt- und Neubau vermittelt, zwischen den beiden Gebäudeteilen. Man sieht auch hier die geschliffenen Steine, die die Fenster umrahmen, bilden ein Relief, ähnlich den Pilaster und Lisenen des Altbaus von 1913. Der neue Dorfplatz bildet auch einen Sockel aus. Dieser Sockel bietet Platz für Archiv, Nebenräume und Sitzungszimmer, die dadurch natürlich belichtet werden. Für uns schafft ein kleiner Hof, den Sie unten sehen, auch einen nötigen, feinfühligen Anschluss an das alte Bauamt. Das Treppenhaus wurde vollständig erhalten. Dies hat aus statischer und denkmalpflegerischer Sicht einen enormen Kraftakt dargestellt. Es wurde erweitert gegen unten und unterfangen. Heute erstrahlt es wieder in seinem ursprünglichen Glanz. Es verbindet die halbgeschossig versetzten Ebenen zwischen dem Altbau und dem Neubau. Man sieht hier die sehr stark ornamentierten Sandsteinverzierungen und man sieht auch hier, wie es an und für sich eine Geschichte erzählt aus 100 Jahren Existenz. Was heute als selbstverständlich erscheint, stellte sich im Bau als immense Herausforderung dar. Die Südfassade des bestehenden Gemeindehauses war ursprünglich eingeschnitten von einer Nische, die zum Trocknen der Feuerwehrschläuche diente. Wir haben diese Nische wieder geöffnet. Sie wurde im Laufe der Zeit als Trauzimmer und als Bestattungszimmer genutzt. Wir haben sie wieder geöffnet und sie vermittelt heute dem Besucher einen Eindruck und einen Überblick über all die verschiedenen Abteilungen, die es innerhalb dieses Gemeindehauses gibt. Wir haben das Budget für den Kunst am Bau genutzt für eine Leuchte der New Yorkerin, Leuchtendesignerin und Bauerin Lindsay Adelmann. Der öffentliche Atriumraum ist umsäumt von einem mannshohen Brusttäfer, das gleichzeitig die Schalter, die Schnittstellen zwischen öffentlich und Büroräumen sowie auch, aber auch das Licht beinhaltet. Im Inneren der Büros, auf der anderen Seite dieser dicken Wand, sehen Sie hier die Büros. Diese dicke Wand beinhaltet die Schalter, sämtliche Installationen und Steigzonen, aber auch die Schränke, die notwendig sind für die Büros, dass sie gut funktionieren. Material und Farbgebung haben wir versucht zu nutzen, um einerseits dem Altbau, dem 100-jährigen Altbau gerecht zu werden, aber gleichzeitig auch eine moderne Sprache zu finden, die eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit sich bringt. Man sieht hier die Leuchte, ich möchte hier auf die Leuchte hinweisen, die wir eigens für dieses Projekt entwickelt haben. Das Ziel war, einen hohen Nutzwert und eine hohe Flexibilität für diese Räume zu finden, weil wir nicht wussten, wie sie morgen und übermorgen möbliert sein sollen. Das ehemalige Dachgeschoss, der Estrich, wurde ausgebaut zu einem Pausenraum und versinnbildlicht den feinen Kontrast, den wir gesucht haben, zwischen alt und neu. Das Gemeinderatszimmer, das Sie auf dem nächsten Bild sehen werden. Das Gemeinderatszimmer ist geprägt von den großen Eichenfenstern. Sie sind mit einer Vorverglasung versehen, die funktioniert gleichzeitig als Absturzsicherung, als akustische Barriere, aber auch als Sonnenschutz. Dank den niedrigen Brüstungen hat man einen starken Bezug zum Platz, zum Dorfplatz, der im Süden liegt und gleichzeitig auch einen Ausblick zum See und die Berge. Wiederum haben wir versucht, in der Materialität eine klassische, aber auch angenehme Sprache zu finden. Die Vorverglasungen sind außenbündig zu den geschliffenen Steinen und sollen dadurch ein bisschen die Monumentalität und den archaischen
Ausdruck dieses Hauses brechen. Zum Schluss zeige ich Ihnen einen Büroraum im Dachgeschoss. Er versinnbildlicht oder er zeigt für uns besonders unsere Suche nach einer Symbiose von Alt und Neu. Ich danke vielmals für die Einladung und für Ihr Interesse. Schönen Abend. Der nächste Referent ist Martin Klopfenstein. Er stammt aus Frutigen und hat in Mendrisio, Burgdorf und Dresden Architektur studiert. 2007 hat er gemeinsam mit Matthias Zugschwert und Andreas Grünig das Büro Freiluft in Bern gegründet. Erstens Heimat. Das Haus steht im Emmental. So sieht das Haus auch aus. Darum herum sieht es mit Ausnahme des Obstgartens nicht mehr so aus. Es sieht aus wie überall den Vorschriften entsprechend. Zweitens, der Betonbaum im Stall. So haben wir unsere Idee genannt. Das stimmt nicht so ganz und nicht nur. Das nicht nur und nicht so ganz stimmen, das haben Etiketts so an sich. Drittens, deterministisch. So lautete der Vorwurf von Kollegen. Doch nichts ist langweiliger als Häuser, die alles sein und alles ermöglichen wollen. Häuser dürfen ihren Bewohnern etwas abverlangen. Viertens, der Zufall. Dass ein Baum gerade so ist, wie er ist, scheint zufällig. Das führte dazu, dass der Zufall zu planen war. Die Planung des Zufalls ist schwierig und aufwendig. Der Zufall ist ein harter Gegner. Fünftens, der Körper. Beton allein genügt nicht. Es braucht Metallstäbe, es braucht Rohre, es braucht Schläuche, Skeletöses und Adern. So sind Körper gebaut. Sechstens, Versteckspiel. Wäre eine Architektur wie diese hier möglich, das heißt bewilligbar, wenn sie nicht hinter alten Fassaden läge? Wohl nicht, nicht hier. Das Ungewöhnliche muss sich im Gewöhnlichen verstecken. Siebtens, die Skizze. Am Anfang war die Skizze. Skizzen sind unpräziser als Computerzeichnungen. Sie beschränken sich. Deshalb sind sie präziser als Computerzeichnungen. Achtens, Depafit. Depafit kaufen wir bei Peter Witwer an der Güterstraße. Er baut viele weiße Modelle für Architekten und viele farbige für sich selber. Neuntens, die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, das muss man zugeben, ist immer anders. Man denkt, dass man gedacht hat. Die Wirklichkeit aber sagt, du weißt nicht, was du tust. Zehntens, Patchwork. Das Alte, an dem man möglichst wenig macht, herumflickt anfalls, anpasst, um eine Tür einzufügen und dergleichen. Das hat man hier schon vorher so gemacht. Das finden wir ungemein sympathisch. Elftens, Öffnungen. Einst hat man hier Heu vom Tenn in die Krippe geschoben. Nun haben wir ein Glas eingefügt. Die Bewohnerin hat ihren Fernseher hineingestellt. Das Format passt. Zwölftens, die Vögel. Zwischen Glasscheibe und alter Klackwand des Heuraums wohnen Vögel. Das ist, bis auf eine Sache, schön. Dreizehntens, Dialektik. Außen Bauernhaus, innen die neue Welt. Hier das brachiale Betongeäst, das sich durch den Raum wumst,
Dort die feine Sperrholzhaut, die sich zart über die Wände spannt. Vierzehntens, Staunen. Als ich heute Morgen in eine Spinnwebe lief, wurde mir klar, vieles ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Fünfzehntens, Fisch. Manche sagen, diese Art Architektur sei anthroposophisch. Andere meinen philosophisch. Hauptsache, es stimmt. Psychologisch. Sechzehntens, Transzendenz. Das Licht kommt von oben und zum Lichte streben wir hin. Da Architektur auch praktisch sein soll, haben wir eine Treppe eingebaut. Siebzehntens, Aussicht. Viele wollen Aussicht. Hier gibt es keine Aussicht. Es gibt nur Insicht. Das ist so, weil die Insicht anders als die Aussicht interessant ist. Achtzehntens, die Zeit. Neunzehntens, Licht. Es braucht Licht. Wo es wie hereinkommt, darüber haben wir viel nachgedacht. Seitlich, von oben, gefiltert und so weiter. Eines aber war klar, zu viel Licht ist öd. Zwanzigstens, der Schatten. Es braucht Schatten. Schatten zu konstruieren ist schwierig. Schwieriger als Licht. Vergesst das nicht. Dankeschön. Ich darf die nächste Rednerin ankündigen, Sarah Miebach. Sie stammt aus Bremen und hat 2008 an der Universität der Künste Berlin ihr Diplom gemacht. 2011 hat sie zusammen mit Rico Oberholzer aus Uster, Zürich, das Büro Miebach Oberholzer gegründet. Sie war Assistentin an der ETH Zürich. Also vielen Dank für die einleitenden Worte und die Einladung heute Abend hier zum Petscher-Kutscher-Abend. Ich möchte noch kurz ein paar Worte zu unserem Büro sagen. Wir sind ein reines Wettbewerbsbüro. Bisher haben wir noch kein Gebäude fertiggestellt, haben aber letztes Jahr den offenen Wettbewerb für die Bezirksanlage in Winterthur gewonnen, in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen mit Kunst- und Künstlerarchitekten. So hoffen wir, realisieren wir demnächst mal ein Gebäude. Heute Abend möchte ich aber einen anderen Wettbewerbserfolg von uns vorstellen, und zwar die Zentral- und Landesbibliothek in Berlin. Diese Bibliothek wäre die größte Bibliothek in Deutschland geworden. Es sind 52.000 Quadratmeter Nutzfläche und man ging von bis zu 10.000 Besuchern pro Tag aus. Es ist eine Bestandsbibliothek, die zurzeit in drei Orten in Berlin über die Stadt verteilt ist und die in einem Neubau beim Tempelhofer Feld jetzt ein neues Zuhause finden sollten. Die Stadt Berlin hat dafür einen offenen Ideenwettbewerb ausgeschrieben und selbst uns als Wettbewerbsbüro hat dieses Programm, was da uns auf uns zugeflogen kam, erstmal recht vor den Kopf gestoßen, weil es waren 10 DIN A4 gefüllte Seiten mit Raumgrößen von Einzelbüro 8 Quadratmeter bis hin zu Veranstaltungssaal 500 Quadratmeter, dazwischen jegliche erdenkliche Raumgröße und Raumanforderungen. Wie sind wir damit umgegangen? Wir haben uns überlegt, für dieses Raumprogramm brauchen wir eine ganz einfache Struktur. Wir brauchen eine Hülle, die wir damit bespielen können. Und so sind wir in einem, bei einem rechteckigen Volumen angekommen, was von 11 Kernen getragen wird. Diese Kerne haben quasi die ganze vertikale Verteilung aufgenommen. Und dazwischen haben wir alle Räume und Raumanforderungen arrangiert und aufgefüllt. Gleichzeitig haben wir an einer Stelle ein vasenförmiges Atrium geschaffen, was alle Ebenen vertikal miteinander verbinden sollte
und für die Bibliothek einen Begegnungs- und Bewegungs- und Kommunikationsraum geschaffen hat. Mit dieser Idee sind wir dann weitergekommen. Das heißt, wir haben zusammen mit 7 anderen Preisträgern den offenen Ideenwettbewerb gewonnen und waren als Teilnehmer gesetzt in einem Realisierungswettbewerb, der daraufhin folgte. Gleichzeitig wurden 42 große internationale Büros per Präqualifikation nochmal dazugeladen. Sprich, wir waren in einem Pool wieder mit Zaha Hadid, E2A, Dominique Perrault, GMP, Stab und so weiter und so weiter. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, in diesem Prozess ist recht interessant, dass der Ideenwettbewerb öffentlich ausgestellt wurde und alle 8 Entwürfe nicht mehr anonym waren. Wir haben dann versucht, unser Konzept, unsere Idee weiter zu verfeinern, haben diverse Studien gemacht und haben versucht, diese statische Grundidee von den tragenden Kernen noch zu verstärken, haben aus den 11 Kernen 10 tragende gemacht, die zusammen mit einem Deckenraster alle vertikalen Lasten übernehmen sollten. Das Zweite, was wir getan haben, wir haben auf diesen Atriumsraum verzichtet an einem Ort und haben stattdessen einen Atriumsraum meanderförmig durch das Gebäude wandern lassen, was gleichzeitig auch einen Bewegungsraum gegeben hat, wie der Besucher das Gebäude benutzen soll. Die Grundidee, dass wir dieses relativ komplexe Raumprogramm auf den Ebenen aufgeteilt und zwischen diesen Kernen als freien Grundriss aufgefüllt haben, haben wir weiterbehalten. So sieht man im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss war das die öffentlichsten Funktionen, Foyer, Veranstaltungsbereiche. Dann kommen 4 Geschosse Freihandbibliothek und die Bibliothek kann völlig frei hier ihre Räume und Lesezonen arrangieren und oben war das Magazin. Es gab eine recht große öffentliche Diskussion dann. Wir haben auch diesen Realisierungswettbewerb gewonnen. Es gab einen zweiten, ersten Preis, 2 erste Preise. Das zweite Büro war in der Präqualifikation dazugekommen aus Stuttgart, Kohlmeier und Oberst. Wie ging das weiter? Unsere 2 Büros wurden in einem VUF-Verfahren, was man in der Schweiz nicht kennt, in Deutschland aber gang und gäbe ist, eingeladen, den Zuschlag für diese Bauaufgabe zu bekommen. In dem VUF-Verfahren hat das dann keine Jury mehr bewertet, sondern die Stadt Berlin konnte frei einen Zuschlag geben. Gemäß einer Excel-Tabelle nach Punkten wurde man bewertet. Gleichzeitig mussten wir innerhalb von 2 Monaten diverse Abgabeleistungen erbringen, wie zum Beispiel schon ein Terminprogramm, eine Mitarbeitereinsatzplanung, ein gesamtes Fachplanerteam, einen Baubeschrieb, eine Honorarofferte, einen Vertrag und alles Mögliche, was rechter Wahnsinn war, zumal wir immer nur noch zu zweit waren. Die Frage ist, was macht man? Und wir haben uns dafür entschieden, da mitzumachen, weil es war natürlich für uns auch eine Riesenchance, überhaupt so weit gekommen zu sein. Das ganze Verfahren ist dann aber so abrupt gestorben, wie es begonnen hat. Und zwar hat sich parallel die Bürgerbewegung am Tempelhofer Feld formiert, die komplett gegen die ganze Bebauung dieses Feldes war. Und per Volksentscheid wurde darüber entschieden. Und der Volksentscheid ist positiv gewesen. Das heißt, das Tempelhofer Feld bleibt unbebaut. Insofern wird auch nicht der Masterplan realisiert und die Zentral- und Landesbibliothek war Teil diesen Masterplans. Da bin ich jetzt schon gleich bei Folie 20 und bleiben mir auch nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche mir für Berlin, dass die Zentral- und Landesbibliothek entweder einen ihrer Standorte endlich sanieren und ausbauen kann oder jetzt ist die neue Diskussion, an einem anderen Standort einen Neubau zu realisieren. Vielen Dank. Gut, ich darf als nächste Referentin Caroline Fichter vorstellen. Sie hat Architektur an der ETH Zürich studiert und zwischen 2002 und 2005 bei Hans Kollhoff, Diener und Diener sowie Miley Peter gearbeitet. Von 2005 bis 2007 war sie Entwurfsassistentin am Lehrstuhl von Hans Kollhoff an der ETH und seit 2006 führt sie mit René Salzmann ein Architekturbüro. Sie hält Vorträge und ist immer wieder zu Gastkritiken eingeladen.
Also als Frau bin ich natürlich an sich sehr feinfühlig und darum getraue ich mich, den Vortrag auch unter den Titel »Die Grenzen der Feinfühligkeit« zu setzen. Das ist das Zentrum von Hünenberg. Das ist ein Schulhaus aus dem Jahr 1904. Das mussten wir erweitern und sanieren aus dem Jahr 1974 und dann der letzte Teil aus dem Jahr 1998. Hier sehen wir die Situation 1953 mit dem alten Schulhaus aus dem Jahr 1904. Sehr feinfühlig, wie das mit dem restlichen Dorfkontext zusammen kommuniziert. Und dieser kleine Ort mit den Satteldächern, den weiß verputzten Häusern, die kommen zusammen. Hier sieht man die Siegfriedkarte aus derselben Zeit. Ein sehr kleiner Ort, ein Dorf mit wenigen Einwohnern, der auch von Bauernhäusern geprägt war. Wir sehen dann das unglaubliche Wachstum, was in den letzten 70 Jahren passiert ist. Aus unserer Sicht architektonisch sehr unkontrolliert und dann zu einer typischen Agglomerationsgemeinde führte, die kein stimmiges Bild mehr herbrachte. Hier sehen wir dann die Erweiterung der Schulanlage, die ganz sinnbildlich fürs ganze Dorf ist. Dieser Bau aus den 60er Jahren, den wir umplanen sollten, und dann wurde es richtig schlimm. Hier dieser Betonbunker, dann eine Glasfassade und daneben ein Haus mit Natursteinschindeln. Das ist die bestehende Halle vor dem Umbau. Die wurde in den 90er Jahren im Zeitgeschmack umgebaut mit Waschbetonplatten, blauen Stützen, gelben Verkleidungen. Und da können wir uns, vielleicht sind wir zu nah dran, wir können uns nicht anfreunden mit diesem Ausdruck. Hier noch einmal die Situation. Vor dem Wettbewerb ist nach dem Wettbewerb. Wir haben das aus Nachhaltigkeitsgründen genauso belassen, wie es ist, und einfach dieses Gebäude da um 2 Geschosse erhöht, mit dem Wissen, dass die Situation schlecht ist. Hier sehen wir die beiden Grundrisse vor dem Umbau und nach dem Umbau. Die Gebäudehülle, die statische Struktur haben wir erhalten, aber diese sehr merkwürdige Korridorzone mit den dunklen Säcken, die wollten wir bereinigen und haben einen quadratischen Innenhof eingeführt. Hier sehen wir diese Erschließungssituation vor dem Umbau mit diesen komischen Garderoben, die sich dann zum Fenster hin konzentrieren, und ein paar Schülerpulten, die etwas hilflos positioniert wurden. Das ist dann ein Bild des Abbruchs. Ursprünglich wollten wir diese schönen Träger, die hatten uns gefallen, wollten wir erhalten. Das war aber dann sehr schwierig, weil es aus feuerpolizeilichen Vorschriften einfach nicht mehr machbar war. Hier sehen wir nun diese Halle, die man auf der bestehenden statischen Struktur realisieren konnte, mit den gewendelten Treppen, die dann einen Weg durch das Haus führen, mit einem großen zenitalen Oblicht beleuchtet. Das ist ein Detail von diesen Treppen, die sind in Ortsbeton gegossen. Das ist dann auch gleich der Fertigbelag. Der Baumeister hat sich nicht so wahnsinnig gefreut, das war nicht sehr feinfühlig, und auch das Geländer hat der Metallbauer sehr gejammert, als er das vor Ort einpassen musste. Hier ein Detail vom Säulenfuß zusammen mit dem Geländer, wo man mit einer einfachen Maßnahme mit schmaleren Schalungsbrettern diesen Säulenfuß vom Schaft unterschieden hat. Da sehen wir dann wieder einen Vergleich der bestehenden Situation mit einem Tisch zum Arbeiten und direkt dahinter die Garderobe. Das wollten wir verbessern, haben ein großzügiges Fenster reingemacht, und damit die Schüler mit ihren iPads passende Arbeitsplätze haben, Secondhand-Sofas hineingestellt. Die
Garderoben wollten wir etwas verbessern und haben sie räumlich abgetrennt. Es gibt 3 Nischen ohne Tageslicht, die sind dann in jeweils unterschiedlichen Farben gehalten. Das ist ein Klassenzimmer, das entspricht den heutigen Anforderungen nach großzügigem Unterrichten. Immer 2 Klassenzimmer und ein Gruppenraum bilden eine Lernlandschaft. Die Brüstung auch hier tief, dass die Schüler während des Unterrichts schön rausschauen können. Hier sehen wir jetzt die beiden Fassaden, die aus den 70er Jahren mit dem klassischen Büroraster von 1,35. Wir haben dieses Gebäude um 2 Geschosse erhöht und dadurch erhält es jetzt in diesem dörflichen Raum eine ganz andere Präsenz. Wir haben uns gesagt, das Dorf ist leider kein Dorf mehr, wir müssen unsere Referenzen anderswo suchen, das wird sonst romantisch. Das ist hier eine Referenz aus dem Zürcher Niederdorf, die wir sehr schön fanden, mit diesen kräftigen Metallbändern. Hier sehen wir dann das Haus von außen. Aufgrund der Erkenntnis, dass dieses Volumen schwierig ist, haben wir versucht, es mit horizontalen Bändern stärker zu einem Ganzen zusammenzubinden und dass diese Fragmente dann wieder ein Haus mit einem Eingang werden. Hier als letztes dann noch ein Detail der Fassade. Es handelt sich aufgrund der Fundamente um eine leichte Fassade. Sie ist Außendämmung verputzt mit diesen kräftigen Reliefs und den Metallbändern auch als Witterungsschutz. Als nächsten Redner darf ich Urs Meister ankündigen. Er hat 1994 bis 1991 an der ETH und der Hochschule der Künste in Berlin Architektur studiert, 1995 zusammen mit Johannes Käferstein das Büro Käferstein und Meister etabliert. 1992 bis 2002 war er Assistent bei Andrea de Platzis an der ETH Zürich und 2002 Professor und Studienleiter Bachelor an der Universität Liechtenstein. Zwischen 2009 und 2013 hat er dort den Masterstudiengang, war er dort Studienleiter. Urs Meister, bitte. Ja, guten Abend miteinander und herzlichen Dank für die Einladung, hat uns sehr gefreut. Ich versuche jetzt gleich zu starten. Ich erzähle euch etwas über das Baumeisterhaus. Das ist ein Haus, unser bisher größtes, das wir gebaut haben in Zürich, den Ort, den wir auch schon länger bewohnen und bearbeiten. Das ist Oerlikon. Die Stadt ist, wie wir alle wissen, in 3 verschiedenen Kräften gewachsen. Es gab die Industrie, es gab die Eisenbahn, es gab den Wohnungsbau. Und wir haben uns jetzt mit dem Bauplatz in der Nähe der Industrie befunden, gleichzeitig an der Grenze zu einem Wohnungsbauviertel, das einer Gartenstadt-Siedlung ähnelt. Wir haben 2 ganz unterschiedliche Maßstabsebenen und an dieser Reibungsfläche liegt das Grundstück, war vorher unbebaut. Und die Frage war sofort, wie verhalten wir uns hier? Das ganze Umfeld ist mit mittelprächtigen Bauten saniert worden, das Ganze wird verdichtet und wir haben uns gefragt, wie können wir hier eine Form finden? Haben natürlich Studien gemacht und versucht, einen Körper herzustellen, der eine gewisse Wucht oder auch Kraft dem Ort geben kann und somit den Ort, diese Kreuzung, wieder definieren kann. Das war unser Ziel. Dazu haben wir verschiedene Versuche unternommen. Wir haben eigentlich 3 Geschosse zur Verfügung gehabt. Das ist eine W3-Zone. Gleichzeitig haben wir eine Attika-Regelung und das Zürcher Untergeschoss, das kennen vielleicht einige von euch. Wir haben versucht, aus diesen drei Geschossen 5 Geschosse herzustellen, zumindest an der Kante, die wir da vorne sehen, um dem Gebäude Kraft und auch ein bisschen Würde zu geben innerhalb von diesen verputzten Häusern in der Umgebung. Backstein war das Material der Wahl. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Bauherr ein Baumeister ist. Er ist Baumeister und hat darunter gelitten, dass sein Werk in der Regel vom Elektriker zerstört wird und vom Gipser überdeckt wird. Das heißt, nichts ist mehr sichtbar.
Und sein Ziel war, dass sein Oeuvre wieder sowohl innen wie außen spürbar werden soll. Es ging darum, seinen Stolz ein bisschen zu formulieren. Das haben wir versucht mit Betonelementen im Sockelbereich, das haben wir versucht mit Backstein an der Fassade und wir haben es versucht im Innenraum mit rohen Betondecken und einem relativ rohen Ausbau auch herzustellen. Dazu waren verschiedene Modelle notwendig, wo wir versucht haben, die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Zonen, die wir definiert haben, herzustellen. Wir haben das Backstein-Thema relativ ernst genommen und auch mit gewissen Referenzen gespielt, die wir gleich sehen. Und wir haben auch versucht, die Akzentuierung von gewissen Stellen vorzunehmen. Referenzen. Es gibt gewisse Dinge, die spürt man erst oder findet sie erst, nachdem man sie fast schon verloren hat oder erst nachdem das Haus gebaut ist, stolpert man über die Bilder. Ein Elektrizitätswerk in Berlin, das uns beeindruckt über die Wucht und Kraft seiner stark geschlossenen Architektur. Eine näherliegende Referenz ist das Industriegebiet selber in Oerlikon. Ihr werdet es kennen, es gibt unterschiedlichste Typen von Häusern. Oftmals sind sie massiv gemauert, im Verband gemauert, oftmals sind sie ausgefacht, teilweise sind sie schäbig, aber immer haben sie eine gewisse Würde. Wenn man mit Backstein arbeitet, ist uns aufgefallen, dass wir in einer Stadt des Backsteins leben und arbeiten, auch wenn sie gelegentlich als verputzte Stadt daherkommt. Wir kennen die Beispiele des Löwenbräu in der Mitte, das ist genau vis-à-vis von unserem Büro. Da haben wir Elemente wiederentdeckt, die wir täglich sehen, aber übersehen haben. Das Haus funktioniert über eine relativ starke Kontur und über zwei starke Betonkerne, die unverputzt sind. Die Wohnung selbst entwickelt sich um die Kerne herum und durch die Kerne durch und erlauben so zwei Wege in den Wohnungen. Die sind relativ knapp gehalten, aber über die diagonalen und neuen Raumbeziehungen werden sie ein bisschen größer. Das spürt man. Das ist die Attika. Wir sehen die Attika-Regelung mit den Rücksprüngen. Gleichzeitig ist das Volumen immer noch an den Kanten stark definiert. Und hier haben wir die lange Attika-Wohnung, die vor allem über einen ziemlich gestreckten Korridor betont wird. Im Inneren haben wir versucht, die Materialitäten nackt zu behalten und gleichzeitig Wohnlichkeit herzustellen. Das hat unter anderem dann auch dazu geführt, dass wir die Balkone als Lodgen definierten und eingezogen haben in den Wohnraum selbst hinein, damit dieser selber wieder gegliedert wird und durch diese Einbuchtung auch wiederum Kraft und Zonierung erhält. Das Haus selber ist innen und außen gemauert. Im Inneren haben wir einen Kalksandstein verwendet. Das ist ein sogenannter Quadrostein, neu auf dem Markt, 50 auf 50. Und der erlaubte uns durch diese Löcher die Leitungsführung. Das heißt, wir mussten nicht schlitzen und wir sehen jetzt den Kalksandstein an der Ecke. Das ist die normale Kannelur, um die Steine miteinander zu verschränken, wenn sie aufgemauert werden. Wenn man sie offen stellt, kommt dieses an sich verdeckte Element ziemlich präsent daher. Wir sehen die nackten Decken und die Anhydritböden bzw. Plattenböden. Louis Kahn hat es einmal schön formuliert, dass er gesagt hat, der Backstein hat sein Eigenleben und er sucht zum Beispiel den Arch, er will nicht den glatten Concrete-Sturz, er sucht den Bogen, er hat eine Widerspenstigkeit. Wir haben es auf der Baustelle auch gemerkt und probiert, eins zu eins, wie können wir diesen verdammten Bogen lösen, haben dann auch eine Kahnlösung mit halben Steinen gefunden, das war dann im Nu aufgemauert und vom Prototyp zum gebauten Werk sind eigentlich nur wenige Stunden vergangen. Das ist eigentlich auch, was uns fasziniert an der Architektur, vom Modell zum Prototyp bis zum Bau gehen zu können. Das sind auch Dinge, die uns interessieren in der Lehre. Wir haben verschiedentlich Workshops mit Backsteinen durchgeführt, 2008 in Amsterdam, haben gegenwärtig auch ein Studio in Vaduz zusammen mit Glasgow und Amsterdam und versuchen, die Macht des Backsteins zu bändigen. Und ich komme zum Schluss und möchte ein Zitat anfügen, das Jonathan Surchison in einem schönen Text uns gewidmet hat. Er hat geschrieben: "These are hard bricks and the detailing of the joints, which are sharp and raked out, give a sense of precision and accuracy in the wall construction." Das war's. Dankeschön. So, als nächsten Redner darf ich Sergio Marazzi
ankündigen. Er ist ausgebildeter Schreiner und hat zwischen 2002 und 2007 an der ZHAW Architektur studiert. Und seit 2004 ist er Mitinhaber des Büro Marazzi Reinhardt in Winterthur, vormals auch bekannt unter dem Namen Band 3 Architektur. Willkommen. Guten Abend. Hans und Silvia wollen raus aus der Stadt, hinaus aufs Land. Beim Spaziergang entschließen sie sich spontan, ein kleines, heruntergekommenes Haus in Beckingen zur letzten Station auf ihrem Lebensweg zu machen. Im Gespräch mit dem Besitzer ist rasch eine Lösung gefunden. Nicht mehr als einen Koffer wollen sie hinterlassen, wenn sie dereinst von dieser Welt gehen. Bis dahin Befreiung vom Ballast und Konzentration aufs Wesentliche. 400.000 Franken darf das neue Heim kosten. Dies ist der errechnete Betrag, welchen sie ansonsten für die Miete bis an ihr Lebensende bezahlen würden. Dialog. Bauen heißt auch, einen Dialog zu führen. Mit der Bauerschaft, mit dem Kontext, mit den Behörden. Es bildet die Basis eines Werkes. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, den Dialog zu suchen und zu initiieren. Es darf durchaus kontrovers und mit harten Bandagen geführt werden. Die Rahmenbedingungen sind klar definiert und lassen große Freiheit zu. Die Grundbedürfnisse des Wohnens müssen abgedeckt werden. Es wird ein vernünftiger Umgang mit Ressourcen und Materialien gefordert. Schlussendlich soll der Wohnraum altersgerecht sein, um seinen Zweck möglichst lange zu erfüllen. Die vorgefundene Situation präsentierte sich unübersichtlich. Die Liegenschaft verschachtelt, das kleine Haus zugebaut. Die eigentlich repräsentative Nordfassade war beinahe komplett von einem Anbau verstellt. Die Riegelkonstruktion mit der charakteristischen Giebellaube war nicht zu erkennen. Das Haus zum Baumgarten stammt vermutlich aus dem 17. Jahrhundert. Es hat den 30-jährigen Krieg als eines der wenigen Häuser im Dorf überstanden. Dies vielleicht deshalb, weil eine Brandschatzung des einfachen Hauses nicht lohnend erschien. Im Dorf besitzt der Bau an der Verbindungsachse zwischen Dorfplatz und Kirche eine prominente Stellung. Respekt. Der Respekt vor dem Vorgefundenen führt uns in der Entscheidungsfindung. Das erarbeitete Wissen wird bewusst eingesetzt. Zugleich ist der Eingriff selbstbewusst das Resultat einer Überlagerung von Aufgabe, Bestand und unserem ästhetischen Gewissen. Um die Substanz nicht zu zerstören und um die Kosten im Griff zu haben, schlugen wir der Bauherrschaft einen Neubau vor. Dieser ist so ausgestattet, wie es ein Leben nach heutigen Maßstäben erfordert. Der bestehende Bau dient nun als Sommerhaus. Die Gebäude ergänzen sich, bilden ein Ensemble und verschmelzen zu einer Funktionseinheit. Die Liegenschaft steht in der Kernzone mit entsprechend rigiden Vorschriften. Mit der Denkmalpflege wurde deshalb ein Handel geschlossen. Die Giebelfassade wird freigestellt und die Substanz erhalten. Dafür daneben ein nicht zonenkonformer Bau erstellt werden, welcher sich dem bestehenden Haus klar unterordnet. Demut. Demut bedeutet nicht, sich hinter der Geschichte zu verstecken, sondern diese anzuerkennen. Sie fordert auf, die Aufgabe, jedoch nicht das Resultat des eigenen Schaffens allzu wichtig zu nehmen. Wir sind bemüht, die Aneignung der Bauwerke zu ermöglichen. Der Neubau bildet organisatorisch, strukturell und formal einen Kontrapunkt. Die äußere Erscheinung erinnert an Ökonomie, vielleicht an Gartenbauten. Die Verkleidung besteht aus sägerohen Brettern, welche durch ihre Anordnung eine zurückhaltende Ornamentik erzeugen und zugleich die Geometrie der Öffnungen widerspiegeln. Der Neubau duckt sich entlang der Baulinie hinter einer Geländekante. Er spitzt sich gegen Westen hinzu, steigt leicht an und öffnet sich gegen Süden. Durch die Rückversetzung gegenüber der Straße entsteht ein Vorplatz. Der unverstellte Blick auf die historische Fassade wird dank dieser Maßnahme freigegeben. Der gesamte Innenraum ist um einen Kern organisiert. Dieser beherbergt das Bad, eine Besenkammer mit Boiler sowie die Küche. Um den Kern gruppiert ist der Eingangsbereich, der Essplatz, der Wohnraum sowie die Schlafstelle. Alles ist in einer offenen Raumkonfiguration gelöst. Verantwortung. Das Bauwerk gehört auch seiner Umgebung. Der überprivate Charakter macht uns zu den Komplizen des Kontextes. Wir schulden dem Bauwerk und seinem Umfeld Rechenschaft. Die Bauaufgabe ist dabei im Zentrum des Denkens und Handelns.
Gesucht wurde nach einer direkten, ablesbaren Konstruktionsweise. Die Wände bestehen aus Holzelementen mit sichtbaren Konstruktionshölzern und eingesetzten Füllungen. Das Dach aus Vollholz. Wo immer möglich, sind die Materialien unbehandelt. Auf Leim und Schaum wurde verzichtet. Nur so viel Technik wie nötig. Ein extra entworfener Holzofen mit großem Speicher ist für die Wärmeerzeugung verantwortlich. Die Leitungen und Rohre sind aufputzgeführt. Die Verteilung von Strom, Wasser und Abwasser sind nachvollziehbar, einfach zu unterhalten oder bei Bedarf zu verändern. Eigenständigkeit. Ohne Leugnung ihres Ursprungs streben wir eine selbstbewusste Erscheinung unserer Bauwerke an. Sie sollen eigenständig, jedoch nicht vulgär sein. Manchmal entwickelt sich diese Kraft mit großer Geste, manchmal durch eine subtile Andeutung. Der Bestand kann dank der Reduktion bzw. der Beibehaltung der Substanz in seiner ursprünglichen Form erlebt werden. Es gibt weder Haustechnik noch Dämmung. Die Bewohner nehmen Reparaturen und Unterhaltsarbeiten selber vor. Es findet eine intensive Auseinandersetzung mit der Substanz statt. Das alte Haus wird angeeignet. Das Sommerhaus kann dank des Kachelofens nicht nur während der warmen Jahreszeit, sondern während rund 10 Monaten im Jahr benutzt werden. Es ist Rückzugsort, Gästehaus und Schatzkammer. Die Reduktion schränkt gewisse Nutzungen ein, eröffnet den Bewohnern jedoch gleichzeitig neue Möglichkeiten. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. So, den grünen Abschluss darf Christian Scheidegger machen. Er hat 1998 bis 2004 an der ETH Architektur studiert und hat es dann gleich geschafft mit der Diplomarbeit Kongresszentrum Leuk die ETH-Medaille abzusahnen. Er war Bauleiter bei Christian Keretz Schulhaus in Zürich-Leutschenbach. Er hat 2009 dann zusammen mit Jörg Keller das Atelier Scheidegger Keller gegründet. Er unterrichtet an der ETH Zürich Architektur und Entwurf. Die Fotografie zeigt die Aussicht auf die Berner Alpen im Hintergrund und den Sarnersee im Vordergrund. Das Wasser ist die stille Fläche, zu welcher sich die Berge bewegen. Gleich wie die Wasserfläche ist die Traufkante die Referenzlinie, zu welcher sich die innere und die äußere Topographie verwirft. Die Fassade ist unmittelbares Abbild zwischen Dach und Landschaft. In dem Haus spannt sich ein einziger großer Raum auf, der zugleich hoch und weit, offen und geschlossen, schwer und leicht ist. Die Tragstruktur ist auf das Minimum reduziert und steht im Innern des Raumes, sodass einzig die Glasfassade innen und außen voneinander trennt. Der See, die Berge, das Licht und das Wetter sind allgegenwärtig in diesem einen Raum. Die Lage am See und die rechteckige Grundrissform war weitestgehend vorgezeichnet.
Außerhalb der Bauzone galt die Bestandesgarantie. Augenscheinlich weicht lediglich das Sattel einem größeren Zeltdach und die bestehenden Geländemauern werden in den Innenraum erweitert. Diese ordnen die Wohnfunktionen in einen Schlafbereich, in einen Koch-Ess-Bereich und in einen Wohnbereich. Durch die unterschiedlichen drei Terrassen entsteht immer eine andere räumliche Beziehung zum Dach und zur Landschaft. Im erhöhten Kochbereich taucht der Kopf in den Dachraum ein, das Dach fasst den Raum und der See erscheint endlos. Der Wohnbereich ist leicht erhöht gegenüber dem Ufer aufgrund des Hochwasserschutzes. Der Raum öffnet sich weit zum See und zu den Alpen hin. Die höchste Ausdehnung erfährt der Raum im Schlafbereich. Dieser ist gefasst von vier Wänden und der See scheint bis ans Haus zu fließen. Aus diesem Einraum wird ein komplexer Dreiraum. Die ganze Last dieses Betondaches wird von zwei Y-Stützen getragen, welche sich als räumliches Stabwerk im Dach weiterentwickeln. Das flächige Dach und die lineare Stütze sind nicht mehr zwei unabhängig losgelöste Bauteile, sondern bilden eine organische Einheit. Die Fläche des Daches wird aufgelöst in lineare Überzüge aus Ortsbeton und vorfabrizierten Betonelementen, welche beide miteinander monolithisch vergossen werden. Ausgeschaltet sieht man die Mächtigkeit dieser Struktur, eine Ansicht auf das Haus, welche uns nicht gefallen hat. Vielleicht ist sie zu plakativ, vielleicht ist sie zu dominant, vielleicht ist sie auch lediglich zu offensichtlich. Über dieses Betondach legt sich eine feine, allseitige Kupferdeckung, welche die Stärke des Daches verbirgt. Und gleich wie die feine Traufkante oder gleich wie die Dachdeckung dieser Dachkonstruktion die Mächtigkeit entzieht, so verbirgt diese tiefe Traufkante des Zeltdaches den großen Innenraum. Und auf diese Weise, das ist vielleicht ganz im Sinn als what you see isn't what you get. Und auf diese Weise wird dieses kleine Haus am Sarnersee mit dem dunklen Schrägdach, dieser dunklen Fassade und dem hellen Sockel und seiner Ausrichtung auf den See selbstverständlich Teil dieser Kulturlandschaft. Im Innern jedoch ist alles sichtbar, die Logik der Konstruktion. Das feine zeltartige Dach verwandelt sich in die skulpturale Kraft der beiden Stützen, welche frei im Raum stehen. Der Stützenfuß ist Ausgangspunkt und Form für den steinernen Boden. Diese kleine Bauaufgabe, nur einen einzigen Raum zu entwerfen, erlaubt die Konzentration auf die grundsätzlichsten Elemente. Die Landschaft, die Stütze, das Dach und der Boden. Vielen Dank.